Heute zeige ich euch mal eine Webseite, mit der ihr in jedem Browser diverse Linuxe ausprobieren könnt, ohne dass ihr dafür irgendeine Emulationssoftware oder irgendetwas bräuchtet. Das ist ziemlich schnell erzählt, deswegen wird das ein eher kurzes Video heute. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich habe in letzter Zeit einige Linuxe über diese Webseite hier getestet und ich dachte mir, es wird mal an der Zeit, euch die auch vorzustellen. Die Webseite heißt, wie ihr hier oben sehen könnt, distroc.com und die verspricht, dass ihr wirklich komplett online Linux-Distros ausprobieren könnt. Ihr könnt euch den Desktop anschauen, könnt gucken, was da für Software mitgeliefert wird. Das Ganze hat ganz viele Vorteile, aber auch ein paar Nachteile. So habt ihr keine automatische Internetverbindung innerhalb eurer emulierten Umgebung. Ja, und viel mehr gibt es dazu auch gar nicht zu sagen. Probiert's aus. Wir haben hier oben noch ein paar Links auf der Webseite. Kontakt, Status, Donate. Die brauchen Spenden. Anmelden kann man sich auch über Google. Was das bringt, weiß ich nicht so genau. Wenn man hier aufs Logo klickt, dann landet man hier auf der Hauptseite. Und das sind die ganzen Linuxe, die ihr ausprobieren könnt, von A bis Z. Kann die mal kurz vorlesen. Alma Linux, Alpine Linux, Antix Linux, Archcraft, Arch Linux, Arco Linux, Big Linux, BlendOS, Boldy Linux, Bunsen Labs Linux, CacheOS, CentOS Stream, Debian, Deepin Linux, Devuan, Edubuntu, Elementary OS, Endeavour OS, Endless OS, Fedora, Garuda, Gentoo Linux, KDE Neon, Colibri OS, Kubuntu Linux, Light Linux, Mint, Mint Debian Edition, Lubuntu, Magaya, Manjaro, MX Linux, NixOS, Open Indiana, OpenSUSE, Peppermint OS, Pop OS, Portoise Linux, Printux, Reborn OS, Rocky Linux, Seduction Linux oder Seduction Linux vielmehr, Slackware Linux, Solus, Spiral Linux, Tails, Tiny Core Linux, Trisquel Linux, Ubuntu, Ubuntu Bachi, Ubuntu Cinnamon, Ubuntu Kylin, Ubuntu Mate, Ubuntu Studio, Ubuntu Unity, Vanilla OS, Void Linux, Xubuntu und Z wie Zorin OS. Das sind die ganzen Linuxe, die hier in verschiedenen Versionen teilweise zur Verfügung stehen. Und wir klicken jetzt exemplarisch mal irgendeine an. Hier zum Beispiel Debian. Seit neuestem ist hier ein bisschen Werbung auf der Webseite. Damit muss man leben können. Kann man auch in den allermeisten Fällen. Wir klicken das Ganze nochmal an. Dann öffnet sich hier Werbung. Und jetzt haben wir hier verschiedene Versionen von Debian zur Auswahl. Wir entscheiden uns mal für irgendwas. KDE. Dann müssen wir bestätigen, dass wir ein Mensch sind, beziehungsweise das geht automatisch. Wir müssen kurz warten und eben das dauert ein paar Sekündchen. Zurzeit ist ein User in der Warteschlange. Ah, wir müssen erst auf Start klicken, dann sind wir auch wirklich in der Warteschlange und dann dauert es einen kleinen Moment und dann sollte das Ganze hier booten. Eine Session wurde gestartet und dann lädt das Ganze langsam, aber sicher. Dauert natürlich eine Weile. Dann startet Plasma, der KDE-Unterbau. Dann startet KDE und ja, jetzt haben wir hier dieses nervige Google-Fenster im Weg. Ich weiß auch nicht genau, wie wir das wegbekommen. Ah, okay. Ja, und dann finden wir hier einen KDE-Desktop vor, den wir ganz normal bedienen können. Natürlich ist das System ein bisschen behäbig. Internet gibt es, wie gesagt, keins. Ich weiß auf die Schnelle auch nicht, wie man das einstellen könnte. Ja, und das war's schon. Hier könnt ihr euch beliebig durch verschiedene Distributionen klicken, könnt euch irgendeine raussuchen, die euch persönlich zusagt und könnt die dann möglicherweise auf einem alten Computer installieren oder ähnliches. So, dann kommen wir hier auch wieder zurück in die Übersicht und wenn uns das nicht gefallen hat, dann probieren wir einfach die nächste Distribution aus. Und damit war es das schon wieder. Ich hoffe, das war vielleicht hilfreich für den einen oder anderen. Vielleicht kanntet ihr die Webseite noch nicht, vielleicht kennt ihr ähnliche Webseiten. Hinterlasst mir gerne konstruktive Kommentare, Abo oder Likes, wenn euch das Video gefallen hat oder auch gerne beides. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dann, macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.